Salonshampoo und Pflegespülung in einem. Dank Wash & Go spült mein Haar immer wieder mit. Es lässt sich viel leichter kämmen und es wird weich und geschmeidig. Einfach glänzend. Ich bleibe in Form und mein Haar kommt schnell wieder in Schwung. Vital Sassoon Wash & Go. Tolles Haar, ganz einfach. Selbst Öl geht jetzt runter wie Öl. Ariel Ultra, Ariel Ultra Flüssig und Ariel Color sind jetzt noch besser gegen hartnäckige Ölflecken. Ariel. Und wieder steigert sich die Spannung hier in Flushing Meadow ins Unermessliche. Wir haben einen bewegten zweiten Satz gesehen mit einem dramatischen Tiebreak-Spiel, das Tscherkassow gewonnen hat. Wir haben einen bewegten dritten Satz gesehen, den Becker gerade noch so gewinnen konnte. Wir haben Becker mit Break vorne gesehen in dieser letzten halben Stunde jetzt in diesem vierten Satz, in dem 35 Minuten gespielt sind. Und doch drei Spiele in Folge für den Mann links im Bild, für Andrei Tscherkassow. Becker wieder mit dem Rücken zur Wand. Etwa 15.000 Zuschauer jetzt hier dabei, verfolgen diese Partie. Tscherkassow hat menschliche Züge, macht auch mal wieder einen Fehler. Und doch er scheint nicht zufrieden zu sein mit seinem Schläger. Kaputt gegangen ist da nichts. Beide. Oh, da hat Becker Glück gehabt. Das roch nach aus. Andrei Tscherkassow scheint hier wirklich das Match seines Lebens spielen zu wollen. Hat Geduld, gute Länge in allen Schlägen, gerät nicht in Panik. Hier haben wir es noch einmal und bringt Becker einmal mehr in Verlegenheit. Mit dieser Vorhand, die jetzt kommen wird. Becker gestellt. 15:30. Auf die Linie wird gut gegeben. Zum ersten Mal auch eine kleine Grußadresse von Tscherkassow für ihn, für Sultan Ganji. Um den Punkt geht es. Schwer zu sagen, an der Linie oder draußen. Becker im Glück auf jeden Fall. 30 beide statt 15:40.
Fortuna hat sich so ein bisschen zu Boris Becker gesellt. Schlagzahlen von Becker nicht besser geworden, auch in diesem vierten Satz knapp unter 50%. Wieder ein ganz, ganz enger Ball. Da schaut der Tscherkassow lange hinter den Ball den Linienrichter an, nachdem er ihn gespielt hatte. Becker hat die Pflicht erfüllt. 4-4. Den Aufschlag durchgebracht. So langsam könnte mal wieder die Kür folgen. Jetzt spitzt sich zu. Ja. Becker jetzt taktisch gut beraten. Hat gemerkt, dass rechts-links spielen Tscherkassow nur auf der Grundlinie zu beschäftigen nichts bringt oder wenig bringt. Deswegen lockt er ihn jetzt mit Stops, die schon beim Aufschlag-Return gespielt werden. 0:30. Wieder der Lockball von Becker. Und diesmal wird er nicht passiert. 15-14. Zum dritten Mal in diesem Spiel, in diesem Aufschlagspiel von Tscherkassow, lockt Becker den Russen nach vorn und lässt ihn den Fehler machen. 15-40. Becker liegt wieder breg vor, darf sich. Die beiden lassen sich ein bisschen extra Zeit. Für Becker geht es jetzt drum. Er kann sich jetzt in einen fünften Satz spielen. 0-2 Satzrückstand gehabt. Jetzt kann er gleich ziehen. Neue Bälle.
Becker zeigt es an. Sicherlich ein kleiner Vorteil. Zwei Punkte zum fünften Satz. Und 40-0. Becker am weiteren Teilziel fast angekommen. Dreimal Satzball in diesem vierten Satz. Also doch, es gibt einen fünften Satz. Becker holt sich den vierten mit 6:4, war in diesen vierten Durchgang gut gestartet, aber Mitte des Satzes durfte man wieder ein bisschen Sorge haben, nachdem Tscherkassow, aber Becker hat die Ruhe bewahrt und ist also jetzt im fünften Satz. Wie steckt Tscherkassow das weg? Ausgegeben. Kein Protest bei Becker. Hat er wohl selbst auch so gesehen. 30-0 Tscherkassow. Im fünften Satz gibt es nie einen gegebenen Sieger. Ein fünfter Satz ist immer offen. Vielleicht ein ganz kleiner Pluspunkt für Becker, dass er die beiden letzten Sätze gewonnen hat. Aber Tscherkassow macht einen guten Eindruck in diesem ersten Spiel des entscheidenden Durchgangs. David Becker als Fehler gesehen haben, aber der Schulschiedsrichter hat längst gesagt, Spiel Tscherkassow 1-0 Führung. Gleich mehr aus New York. Null zwei Sätze zurück. Siebenmal hat Becker das umgebogen. Ich sag's Ihnen mal kurz. 87 US Open gegen Tim Wilkinson. Davis Pokal 89 gegen Agassi. Dann Derek Rostagno 89 hier bei den US Open. Mit hier, Australian Open, hatte 2-0 Führung. Davis Cup, Omar Camporese, der Italiener, führte mit 2-0 in den Sätzen. Paris 91, der Australier Todd Woodbridge. Und zuletzt Jim Courier im Finale von Rotterdam 1992. Warum nicht heute?
Ah, da kann Becker von Glück reden. War gezwungen, unvorbereitet nach vorne zu gehen. Und das 14. Ass von Becker. Der Aufschlag jetzt stabil. Er sollte sich allerdings durch die Asse auch nicht blenden lassen. Becker hat ja auch im 4. Satz so seine Doppelfehler eingestreut. Spielball zum 1-1. Becker. 2-0 Spiele zu Beginn des 5. und alles entscheidenden Satzes. Mal sehen, wer zuerst wackelt. Stunden gespielt gleich in dieser Erstrundenpartie, die sich über 2 Tage erstreckt hat. Wer wird Gegner von Jakub Lasek in der 2. Runde? Lasek. Auch er musste heute nachsitzen gegen Mark Woodford, gewann in 4. Beide. Spielzeit 4 Stunden, das ist weit entfernt vom Rekord, der im letzten Jahr hier aufgestellt wurde. Im Halbfinale zwischen Stefan Edberg, dem späteren Sieger, und Michael Chang. 5 Sätze, 5 Stunden und 24 Minuten hat die Partie gedauert.